Der Schnee. Der Schnee. Wenn die Kinder hinausgehen, tragen sie Handschuhe. Hinausgehen. Schnee. Wir fahren nicht Ski, weil es zu flach ist. Flach. Wenn es nicht zu kalt ist, fahre ich Snowboard. Snowboard. Ich fahre Snowboard, wenn ich in den Alpen bin. Snowboard. Wenn es kalt ist, trinke ich gern Kakao. Kakao. Als ich ein Kind war, habe ich nur Kaffee getrunken. Trinkst du gern Kakao, wenn du Eis läufst? Trinkst du gern Kakao, wenn du Eis läufst? Gehst du noch hinaus, wenn es eiskalt ist? Eiskalt. Mein Sohn will ohne seinen Mantel hinausgehen. Hinausgehen. Prüfung. Freitag. Bewölkt. Land. Kakao. Ich esse Suppe und gehe nicht hinaus, wenn es eiskalt ist.
Eiskalt. Als ich jung war, habe ich gern im Schnee gespielt. Ich habe nicht gewusst, wie flach es eigentlich ist. Eigentlich. Als ich jung war, habe ich nie Glühwein getrunken. Glühwein. Hier ist es zu flach und wir können nicht Skifahren. Ich habe nicht gewusst, wie flach es eigentlich ist. Ich habe nicht gewusst, wie flach es eigentlich ist. Oh nein, er stört die Schuldirektorin. Stört. Diese Schülerin schimpft immer. Schimpft. Man darf in der Schule nicht rauchen. Darf. Das Gespenst streitet sich wieder mit der Schuldirektorin.
streitet. Max, warum ist dein Arbeitsheft unter dem Teppich? Arbeitsheft. Ich weiß, dass ich den Unterricht nicht schwänzen sollte. Schwänzen. Unterricht. Schwänzen. Unterricht. Sie schwänzt immer freitags den Unterricht. Hannah, dein Arbeitsheft ist kein Hut. Hannah, dein Arbeitsheft ist kein Hut. Hannah, dein Arbeitsheft ist kein Hut. Man darf sich mit dem Schuldirektor nicht streiten. Ich schwänze morgen den Unterricht. Schwänze. Der Lehrer erzählt mir, dass du manchmal schimpfst. Man darf sich in der Schule nicht streiten. Warum störst du immer Frau Merkel? Störst. Weiß deine Oma, dass du in der Schule schimpfst? Schimpft. Man darf im Unterricht keine Hausaufgaben machen. Unterricht. Man darf den Lehrer nicht stören.
stören.